machen. Das ist das völlig absurdeste überhaupt. Oder noch besser, die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, Pierre Vogel hat Einfluss auf viele Jugendliche. Die Frankfurter Allgemeine schreibt, der einflussreichste islamische Prediger, ja, so ungefähr. Und sie wissen das. Und jetzt schreiben sie aber so, als wenn ich genau diese Dinge befürworten würde. Weil damit sagen sie ja den Jugendlichen, hier, guck mal, euer Imam oder was weiß ich, Prediger, der ist doch auch dafür. Das wäre ja irgendwie komisch, oder? Man will, dass in Deutschland die Bombe nicht hochgeht, ja? Aber derjenige, der dagegen predigt, man tut so, als wenn er dafür wäre. Schickt. Weil es nützt nichts, wenn wir einen muslimischen Jugendlichen jemanden bringen, der glatt rasiert ist und der sagt, ja, Terrorismus hat mit Islam nichts zu tun. Da lacht er sich tot drüber. Aber wenn ich ihm jemanden bringe, einen Scheich aus Saudi-Arabien, der ein bekannter Name ist und der redet dagegen, ja, dann ist das etwas, was beeinflussen kann. Das habe ich extra gemacht. Man muss natürlich nicht denken, dass in der Zeit etwas davon erwähnt worden wäre. Nein! Was hat sie gemacht? Sie sagt, er ist einflussreich, hat viel Einfluss auf jugendliche Muslime. Sie schreibt am Ende, Pierre Vogel und Abdulaziz, so sinngemäß, sind offiziell gegen Terrorismus. Sind offiziell dagegen. Was versteht man darunter? Ja, offiziell, hier wie eben der Zeitungsbericht. Inoffiziell aber. Wenn man sich aber auf ihrer Internetseite, auf der Internetseite von Pierre Vogel weiter durchklickt, gerät man an ein Video, was zum Hass auffordern könnte. Wenn nicht sogar zum Kampf. Oh. Super, eben hast du gesagt, ich bin einflussreich. Jetzt erzählst du allen Jugendlichen, auf die ich Einfluss habe, siehst du, Pierre Vogel ist auch dafür. Pierre Vogel ruft euch. Haya. Ja. Guck mal jetzt. Dann hat ein Bruder sie angeschrieben und gefragt, wo ist der Link? Weil ich hatte zu dem Zeitpunkt gar keine Links auf der Seite gehabt. Und dann schickt sie ihm ganz cool eine E-Mail zurück. Wer so viel Einfluss auf jugendliche Muslime hat, der muss auch aufpassen, welche Videos auf der Seite hat. Und da schickt sie einen Link von einer Seite, die gar nicht meine Internetseite ist. Und da hat einer ein Video von mir auf seine Seite draufgetan. Und, also wenn jede Seite, wo meine Videos drauf sind, meine Internetseiten wären, dann müsste ich Milliardär sein, glaube ich. Oder meint ihr, YouTube ist meine Seite? Bin ich für alles verantwortlich, was auf YouTube ist? Das sind, weiß ich nicht, wie viele Videos da drauf sind. Da zeigt demnächst, schaut sich einer irgendwie einen Erotikfilm auf YouTube an und sagt, der ist doch Pierre Vogel seine Seite. Ist doch seine Seite, haben wir doch gesehen hier. So, erster Punkt. Zweiter Punkt, so, normalerweise die Verantwortung der Medien, ganz ehrlich, auch für die Nichtschwestern, die Verantwortung der Medien ist doch, dass sie so etwas zeigen müssen, dass jemand dagegen spricht. Ich mache einen Vortrag in Niederkassel bei Bonn. Der Generalanzeiger aus Bonn ist dort. Ich rede genau über diese Themen, allesamt, mit Beweisen und hin und her. Danach, was steht in der Zeitung? Der umstrittene Islamprediger. Und dann keinen Ton davon. Deswegen, ich glaube, die von der Presse sind jetzt leider schon wechselnd. Naja, ich bin mal gespannt. Weil es kann normalerweise nur etwas geschrieben werden mit, er sagt, er sei. Außer vielleicht bei regionalen Zeitungen. Überregionale Zeitung, du hast keine Chance. Ich habe einmal, kam das Fernsehen zu einem Vortrag, ich habe Geld rausgeholt, ich habe gesagt, ich biete Geld, dass ihr das ins Fernsehen reinbringt. Bis heute haben sie nichts von dieser Sendung gebracht. Weil politisch korrekt können sie nicht sagen, dass der Muslim, der den Islam praktiziert, gegen diese Dinge ist. 100%. In einer überregionalen Zeitung, ich habe es noch nie erlebt. Selbst wenn der Journalist das schreiben will, die Redaktion sagt, nein. Ich habe es nie erlebt. Ich lasse mich gerne überraschen, aber es geht nicht. Es wird immer irgendwie erzählt, ja, er sagt, er sei. Darunter versteht der Otto-Normalverbraucher nur, ja, klar. Wissen wir schon, die erzählen ja sowieso immer nur Lügen, ne? So, dann. Tübingen haben wir schon. Dann, der nächste Punkt ist, natürlich, ihr müsst eins wissen, die Dinge, die laufen euch immer weiter nach.
Immer weiter laufen sie euch nach und es wird immer weiter erzählt. Dann Express Düsseldorf. Ich habe einen Vortrag in der Düsseldorfer Universität, dann steht, beleidigt Islamprediger Frauen. Beleidigt Islamprediger Frauen. Wisst ihr, was die... Und ich hab mich gefragt, was war denn jetzt die Beleidigung? Was habe ich gemacht? Was habe ich gesagt? Wo habe ich sie beleidigt? Und dann habe ich mal geguckt, ich habe das Video, wisst ihr, was die Beleidigung war? Die Beleidigung war gewesen, ich habe gesagt, und was ich den muslimischen Mädchen empfehle, ist, dass sie einen guten Beruf lernen, und zwar Erzieherin, weil dann können wir auch später islamische Kindergärten öffnen. Das war die Beleidigung. Da haben sich dann einige beleidigt gefühlt. MashaAllah, da muss ich ja beleidigt sein, oder? Da muss ich ja eigentlich den ganzen Tag nur heulen, ne? wenn ich dann solche Zeitungsberichte lese. Okay, dann natürlich, was auch hier überall in der Zeitung stand, ich glaube Spiegel Online oder wo auch immer, stand dann, bei Pierre Vogel war eine Razzia. Der Imam aus der Sindelfinger Moschee. Der kommt ja aus Sindelfingen. Keiner? Die sind gerade weg. Ich war noch nie in meinem Leben in Sindelfingen. Noch nie in meinem Leben war ich in Sindelfingen. Aber natürlich, egal wo du jetzt hinkommst, dann schicken die dem Oberbürgermeister, schauen Sie, es war auch eine Razzia bei ihm gewesen. Außerdem, bei einer Razzia, Alhamdulillah, ist man in diesem Land ja noch nicht schuldig gesprochen. Selbst wenn das so wäre. Aber trotzdem, Lüge. Ihr müsst aber nicht denken, dass die Leute, die das geschrieben haben und sehen, dass sie eine Lüge geschrieben haben, wie der heißt irgendwie Yassin Musharsharsh oder irgendwie sowas, oder Frau Julia Gerlach, ihr müsst nicht denken, dass die von selber diese Courage haben oder diesen Anstand haben, ihre Lügen wieder zurückzunehmen. Das müsst ihr nicht denken. Diese Sachen laufen hinterher bis, weiß ich nicht, vielleicht bis Yom Kiyama. So dann. Ja, dann letztens im Fokus. Das war ganz cool gewesen. Ne? Im Fokus. Im Fokus letztens. Das machen wir gleich. Machen wir gleich. Im Fokus, da hat man dann geschrieben, wie Islamisten den Terror in Deutschland planen. Dann denkst du an nichts Böses, schlägst natürlich auf und dann siehst du ein Bild von dir. Cool, ne, oder? Weil der Otto-Normalverbraucher, der liest ja nicht, was dort steht. Der sieht dort ein Bild und dann hat er schon sein Bild gemacht. So. Das war die Verantwortung der Medien. Jetzt schauen wir mal, was im Internet so rumkreucht und fleucht. Ja? Da haben wir zum Beispiel so eine politisch korrekte Internetseite, wo nur negativ über den Islam geredet wird. Übrigens über die auch. Die haben ein Video über Islam gegen Terrorismus, haben die widerlegt. Cool, ne, oder? Pierre Vogel sagt Islam gegen Terrorismus. Die Leute wollen nicht, dass in Deutschland die Bombe hochgeht, die widerlegen das Video. Hier, guck, ne, stimmt gar nicht, was da erzählt. Das heißt, da geht dann Ali, der geht dann auf die Seite und sagt, ja, hier, die politisch korrekte Seite, die haben doch gesagt, das ist gar nicht, das ist falsch. Sehr, sehr intelligent, oder? Sehr intelligent, wenn man den Terror in Deutschland verhindern will. Sehr intelligent. Und dann findet man solche Comics hier. Ja, hier. Drei Schwarze, Muslime. Ja. Das ist vor der somalischen Küste, Piraten, hier. Und dann hier mit den deutschen Soldaten, und dann steht hier, los aufräumen und Klo schrubben, ihr ungläubigen Schweinefleischfresser, und küsst mir die Füße, schließlich ist eure Gesellschaft schuld an unserem Elend. Wo bleiben die Drinks, ihr Rassisten? Stellt euch mal vor, ich habe auf meiner Seite, mache ich einen Comic mit einer Seifenblase, wo ich dann irgendwie den Papst zeige, wo er sagt, ey, Ihr dreckigen Muslime, gebt mal Gas hier, ihr, und fresst mal ein bisschen Schweinefleisch. Stell dir das mal vor. Da bin ich direkt der Hetzer hoch. 1000. Und zu Recht. Hier, Comic, drei Schwarze, ey, ihr Schweinefleischfresser, ihr Dreckigen. Ja? Und dann gucken wir uns mal, was dann für Kommentare kommen, womit die Meinungsmache in Deutschland nach vorne kommt. Gucken wir mal. Erster, Ruri. Was schreibt er dazu? Aber sowas von auf den Punkt.